Ja, ein freundliches Hallo an alle Nachtschwärmer, diesmal auch mit Ton, zu kurz und knapp, heute wieder gelesen aus unserem Grundgesetz. Es soll heute um das Schulwesen gehen, und zwar Artikel Nummer 7. Steigen wir auch gleich ein mit der Nummer 1 des Artikel 7. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Nummer 2. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Nummer 3 des Artikel 7 besagt: Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen, ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Kommen wir zu Punkt 4. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lernzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. Kommen wir zu Punkt 5. Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung einen besonderen pädagogischen Interesse. Da haben wir einen Doppelton. Einen besonderen pädagogischen Interesse. Na sowas. Der Ton kommt von allen Seiten. Nehmen wir den Punkt 5 nochmal. Eine private Volkshochschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder auf Anfrage von Erziehungsberechtigten. Wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis oder als Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volkshochschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Kommen wir zum letzten Punkt des Artikel 7. Vorschulen bleiben aufgehoben. Bitte die kleinen Tonprobleme zu entschuldigen. Für heute und dem Artikel 7 soll es genug sein. Wir hören uns demnächst wieder mit dem Artikel 8 des Grundgesetzes. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. In diesem Sinne. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben.